Viele Menschen sind scheinbar zufällig erfolgreich geworden. Doch hinter diesem Zufall steckt ein Prinzip. Und darum geht es in diesem Video, wie auch du zufällig erfolgreich werden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Trainer, Coach und Berater, sondern auch Unternehmer. Und einige meiner Geschäftsideen sind auch zufällig entstanden. Zum Beispiel habe ich das Unternehmen Servicamp mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet, der aus der Spieleindustrie kam, und ich selbst kam aus der Militär-Einzelkämpfer-Ausbildung und aus der Coaching-Ausbildung. Und alles drei zusammen hat uns zufällig dazu gebracht, ein Unternehmen zu gründen, was im Bereich Survival-Training, Outdoor-Training und Erwachsenenbildung tätig ist. Und wenn du diese ganzen Erfindungen, die du hier am Flipchart siehst, einfach mal anschaust, egal ob es Viagra, Chips, Röntgenstrahlung sind, die Teflonpfanne, Penicillin oder Teebeutel, alle haben etwas gemeinsam. Sie sind nämlich als Idee zufällig entstanden. Viagra beispielsweise ist entstanden, als die Wissenschaftler ein neues Herzschutzmittel gesucht haben. Die Chips sind entstanden, weil ein Kunde einer Gastronomie unzufrieden war mit der Dicke der Kartoffelscheiben, der Bratkartoffeln. Und so hat der Koch die immer dünner geschnitten und hat dann ganz getrocknete Kartoffeln vorgesetzt bekommen und war begeistert. So sind die Chips entstanden. Und die Geschichte von Röntgenstrahlen kennst du wahrscheinlich auch, als zufällig der Wissenschaftler bei Kathodenstrahlenforschung herausgefunden hat, dass ein Blatt mit einer bestimmten Oberfläche leuchtet. Das war der Durchbruch zu Röntgenstrahlen. Auch Penicillin entdeckte ein Wissenschaftler zufällig, nachdem er eine Petrischale in den Mülleimer geworfen hatte. Nach einigen Monaten kam er zurück und hat festgestellt, dass um den Pilz herum die Bakterien sich nicht weiterentwickelt hatten. Das war der Durchbruch für Antibiotika. Auch der Erfinder des Teebeutels hatte eigentlich nur die Absicht, keine großen Dosen mehr für Teeproben zu versenden, sondern hat einen kleinen Papierbeutel genommen. Und diese Idee kennst du heute, dein Teebeutel zu Hause. Auch der Erfinder des Teflons, der hat gar nicht an eine Pfanne oder hitzebeständige Schutzschicht gedacht, sondern er wollte ja ein Kälteschutzmittel entwickeln für einen Kühlschrank. Daraus entstanden ist die Teflonpfanne, die du vielleicht heute bei dir verwendest. Auch die Mikrowelle wurde zufällig entwickelt durch einen Forscher an Radaranlagen. Der hat nämlich beobachtet, dass die Schokoriegel immer geschmolzen sind und sich die Frage gestellt, wie das zusammenhängt. Das Produkt daraus kennst du heute, hast du vielleicht im Büro oder bei dir zu Hause, die klassische Mikrowelle. Das bedeutet, jeden Tag kann etwas passieren, was neu ist. Die entscheidende Frage ist nur, wie zum Beispiel bei dem Mikrowellenentwickler, dass du diese Beobachtung, die nicht nur er gemacht hat, sondern viele andere auch weiterdenkst, dass du dafür offen bist, dass du grundsätzlich mit offenen Augen durchs Leben gehst und auch eine Bereitschaft hast, darüber nachzudenken, wofür diese zufälligen Informationen und Entdeckungen nützlich sein können. Der zweite Schritt ist schließlich, diese Beobachtung, diese Entdeckung nicht nur wahrzunehmen, darüber nachzudenken, vertiefend zu analysieren, was da genau passiert ist, sondern auch den nächsten Schritt zu gehen, nämlich zu gucken, wo ist hier ein Nutzen für andere Menschen gegeben? Was haben andere Menschen davon, dass dieser Zufall in mein oder in dein Leben getreten ist? Das ist eine relevante und zentrale Frage, mit der all diese Wissenschaftler und Unternehmer durch die Welt gegangen sind. Und dazu lade ich dich an dieser Stelle auch ein, nicht nur offen zu sein für Neues, sondern sofort zu überlegen, wo ist hier der Vorteil für mich, für dich, für andere? Der dritte Schritt ist nun der unternehmerische, kaufmännische Relevante, nämlich die Gedankenbildung, die Überlegung dahin, wie kann hier eine Ertragsmechanik aussehen? Was bedeutet nun Ertragsmechanik? Nun ganz einfach, wenn du eine Pizza verkaufst für 5 Euro, die in der Produktion aber 6 Euro kostet, dann hast du nicht nur ein Hobby, sondern du machst sogar Verluste. Das ist keine gute Ertragsmechanik. Hier bleiben keine Deckungsbeiträge drüber hinaus bei dem Verkauf einer Pizza, um die laufenden Kosten, Personalkosten beispielsweise abzubilden. Und schon gar nicht kannst du deine getätigten Investitionen zurückzahlen und du selbst kannst davon nicht leben. Du hast also kein tragfähiges Unternehmen. Das, was also alle Unternehmer, Entwickler und Forscher gemacht haben, ist nicht nur zu offen zu sein und den Nutzen für andere zu suchen, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, wie sie diese Entwicklung auf den Markt bringen. Und der Markt, das sind die anderen Menschen. Das heißt, wie kann man anderen Menschen die gemachten, die beobachteten und auch die leistbaren Vorteile, den Nutzen zugänglich machen und ihn zu einem Preis verkaufen, dass andere Menschen sich das leisten können, aber du selbst oder der Unternehmer selbst auch seine Kosten decken kann und
und auch so viele Überschüsse macht, dass er neben Steuern auch davon selbst leben kann. Und wenn du selbst Ideen hast, beobachtbare Entdeckungen gemacht hast oder Innovationen auf den Markt bringen möchtest und herausfinden möchtest, ob diese überhaupt nicht nur den Nutzen bringen, also Marktforschung, Kundenforschung, sondern auch letztendlich die Ertragsmechanik abbilden willst, bist du eingeladen, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind in der Lage, mit fertigen Templates, Musterlösungen, aber auch mit belastbaren Finanzplänen und Planungsrechnungen deine Idee zu Ende zu rechnen. Das heißt, was kostet es, ein MVP, also ein kleines, verkaufbares Produkt zu erstellen? Was kostet es, das in den Markt einzuführen? Was kostet es, dich das Unternehmen aufzubauen, bis es den Break-Even durchschritten hat und letztendlich tragfähig ist? Das bedeutet, wir von der X-Group begleiten dich gerne bundesweit, gerne auch digital über Zoom und wie anderen Digitalkonferenzen dabei, deine Idee auf Papier zu bringen und so weit abzubilden, dass du Investoren oder Banken überzeugst. Da lade ich dich jetzt ein, Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video. Aber vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit du weiter in Zukunft informiert wirst. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, offen zu sein für Neues, bereit zu sein, die Nutzenorientierung tatsächlich auch zu erkennen und umzusetzen, um dann gemeinsam mit Beratern oder guten Freunden letztendlich deine Ertragsmechanik so abzubilden, dass du selbst davon leben kannst. Und das wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer.